und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute geht es wieder mal um hohe Töne. Das ist ja ein Dauerthema und dazu habe ich ein Play-Along für euch. Ihr könnt mit mir mitspielen beim ersten Satz eines Telemann-Duettes. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Ja, ihr könnt gleich einen Satz eines Telemann-Duettes mit mir mitspielen, wenn ihr möchtet. Und zwar die erste Sonate aus diesem Heft, das eigentlich 6 Duette von Georg Philipp Telemann enthält, die 1727 herausgegeben wurden und die er 2 Laienspielern gewidmet hat. Und ja, daraus spielen wir gleich einen Satz, wenn ihr möchtet. Aber bevor wir damit loslegen, der Satz fängt folgendermaßen an. Und das ist natürlich für manche eine Herausforderung, gleich so bis zum hohen F hoch zu spielen. Und übrigens machen wir das gleich in 440 Hertz. Also keine Angst, ich habe heute nicht die tiefe Altblockflöte mit der Barockstimmung, sondern die hohe in 440 Hertz in moderner Stimmung. Also dieser Anfang gleich hoch bis zum hohen F, muss ich ehrlich sagen, hat mir früher, als ich noch Schülerin war, Ängste bereitet. Nämlich, ich hatte sowieso keine gute Blockflöte, aber vor allem nicht die richtige Technik für die hohen Töne. Und da hat das dann manchmal so geklungen. Ja, und inzwischen habe ich die richtige Daumentechnik gelernt fürs Blockflötespielen, die richtige Blastechnik und insgesamt natürlich eine Atemstütze aufgebaut. Und heute will ich euch, weil wir dieses Stück ja vielleicht gemeinsam spielen gleich, also ich spiele die 2. Stimme vom Duett und ihr könnt dazu die 1. Stimme spielen. Wollen wir mal schauen nach diesem Anfang, wie der euch leichter fallen kann. Und ich habe ja eben erwähnt die Daumentechnik. Wenn ihr meinen Kanal schon länger anschaut, dann wisst ihr, dass ich eine Befürworterin der Daumenknicktechnik bin. Also, dass man, wenn man das Daumenloch hinten halb öffnen muss für die überblasenen Töne, den Daumen wirklich knickt, also das Daumengelenk beugt und dadurch das Loch ein Stückchen öffnet. Eigentlich ist es gar nicht halb. Im Gegensatz zur Technik des Wegschiebens oder Wegrollens, die gerade für so ein hohes F zum Beispiel, aber auch schon für das E davor, gefährlich ist. Also ich empfehle euch dringend die Knicktechnik. Und dazu habe ich ja schon mehrere Videos gemacht. Ich verlinke euch die auch nochmal in der Infobox unten. Und das könnt ihr euch anschauen. Also das ist schon fast die allerwichtigste Voraussetzung. Naja, nicht die allerwichtigste, aber wirklich eine sehr gute Voraussetzung, dass ihr die hohen Töne rausbekommen könnt. Übrigens hätte ich das eigentlich gestern schon filmen wollen, das Video, aber ich hatte mir selbst den Daumennagel, der ja kurz sein muss für die Knickdaumentechnik, zu kurz geschnitten. Und das ist mir eigentlich noch nie passiert, dass ich den so zu kurz schneide, dass die hohen Töne nicht so gut ansprechen, wie ich das gerne hätte. Und das ist lustig, weil eine Zuschauerin mir gerade vor ein paar Wochen in Facebook, glaube ich, geschrieben hat, ein Blockflötenspieler, den sie kennt, musste seine Probe absagen, weil er seinen Daumennagel zu kurz geschnitten hatte. Und da haben wir noch ein bisschen gescherzt drüber. Aber mir ging das jetzt auch gerade so. Es war richtig doof. Also guckt, dass euer Daumennagel schön kurz geschnitten ist, aber eben, er kann auch zu kurz sein. Die Daumentechnik ist das eine. Das andere ist natürlich grundsätzlich, dass ihr eine gute Atemstütze habt beim Spielen und dass ihr die jedes Mal einsetzt. Das würde jetzt zu weit führen, das ganz ausführlich zu erklären. Auf jeden Fall versucht gut tief einzuatmen, wenn ihr irgendwas spielt, aber vor allem, wenn es in die Höhe geht, weil ihr sonst da oben nur ein Rausdrücken und Krächzen hinbekommen werdet.
Ja, und dann eine Sache, die auch oft gefragt wurde, die ich oft gefragt wurde, dass mir Leute geschrieben haben, ja, wenn ich so einen einzelnen Ton, einen hohen Ton übe, dann klappt das. Aber wie mache ich es, wenn ich jetzt in einer Passage plötzlich hohe Töne bekomme? Da haben mir also Leute geschrieben, ja, dann verkrampfen doch meine Finger in dem Moment und dann vergesse ich alles, was ich eigentlich beachten müsste für den hohen Ton. Und das ist natürlich zum ganz großen Teil psychologisch, dass man verkrampft. Aber man kann das auch trainieren, wenn man eben mal von einer tieferen Lage nach oben spielt. Ich habe ja euch schon oft erzählt, also für die hohen Töne müsst ihr die Luft schnell blasen und gar nicht viel Luft, sondern ihr müsst im Prinzip so weiterblasen, wie ihr in der Tiefe auch blast auf eurer Flöte. Also gerade bei dieser Stelle, die ja vom mittleren F hochgeht zum hohen F. Was ich da mache, damit das gut anspricht und schön klingt, ist die Luft schneller werden lassen. Also je höher ich komme, desto schneller. Das müsst ihr probieren und euren Mundraum macht ihr enger, indem ihr eher ein Dü denkt, Dü, als ein Du oder Do. Und dadurch gebt ihr der Luft diese Geschwindigkeit. Und dazu habe ich auch schon Videos gemacht, das könnt ihr euch auch anschauen. Ich gucke mal, dass ich alles verlinke, dass ich nichts vergesse. Und dadurch wird auch der Ton, weil ihr ihn ja nicht mit mehr Luft blast, schön zart da oben. Das ist also gleich der nächste Punkt. Der hohe Ton soll nicht laut klingen, denn dann ist er auch noch zu hoch. Dann würde das ungefähr so klingen. Dann spricht er zwar gut an, aber er ist einfach zu hoch. Also mir ist das jetzt gar nicht so leicht gefallen, das so zu spielen, so oben, so hoch, weil ich voll drauf gepolt bin schon. Je höher, desto leiser gedacht eigentlich. Das ist das Verrückte. Also ihr müsst schnelle Luft denken und aber wenig Luft. Und dafür ist diese Stelle aus diesem Telemann-Duett wirklich perfekt. Da könnt ihr wirklich von dem mittleren F an hochspielen, möglichst in einem Zug bis zum hohen F. Die Stelle könnt ihr natürlich auch mal ein bisschen langsamer üben, aber ich würde es so machen, dass ihr es auf einen Atem üben könnt. Dann lasst ihr die Luft gemütlich anlaufen und macht euren Mundraum innen drin, je höher es geht, immer enger, ohne zusätzlichen Druck oder so. So, und jetzt kommt noch der nächste Punkt dazu, eure Artikulation. Ihr müsst schön deutlich anstoßen. Mit einem deutlichen Dü oder sagen wir lieber einem Tü, je höher ihr kommt. Also, ich versuche es so zu erklären nochmal. Ich habe, wenn ich zu dem hohen F komme oder auch schon zu dem E davor, überhaupt nicht das Gefühl, dass ich einen Impuls gebe. Ja, das hohe F und also die Töne davor auch, die gehen hervor aus dem allerersten Ton. Das ist eigentlich ein Impuls. Und das ist nicht ganz leicht, weil man oft ein bisschen Angst hat vor dem hohen Ton, dass er nicht kommen könnte. Und die Kunst ist eigentlich, nichts extra zu machen, sondern darauf zu vertrauen, dass eure Mundführung, eure Artikulation und euer Mund, wie ihr den Ton ansprecht, dafür sorgt, dass der Ton genug Fahrt kriegt, dass er die schon hat, dass ihr die nicht noch extra mit so einem Draufdrücken machen müsst, in dem Moment, wo die Höhe kommt. Also, das könnt ihr ruhig schön so üben. Und jetzt gehen wir zum Duett über. Das habe ich jetzt natürlich in einem Originaltempo eingespielt. Und ich habe es so gemacht, dass ich eure Stimme am Anfang spiele, damit ihr genau wisst, wann es losgeht, weil ich jetzt das nicht so gerne mit Vorzählen machen wollte. Also ihr seht ja, die erste Stimme fängt an und dann imitiert die zweite Stimme sofort. Ich habe also euren Anfang gespielt und sobald die zweite Stimme anfing, habe ich dann unten weitergespielt. Wir fangen also, wenn ihr jetzt mit mir mitspielen möchtet, gemeinsam an. Und ihr könnt ja, vor allem wenn ihr es euch zwei, dreimal anguckt,
sehen und merken, wann ich anfange. Und dann fangt ihr da einfach an und ihr spielt einfach die erste Stimme und ich die zweite. Und dann hoffe ich, dass es passt für euch. Die Noten, falls ihr die nicht schon kennt, verlinke ich euch auch in der Infobox. Und ja, dann wünsche ich jetzt viel Spaß beim Mitspielen. Ach ja, und wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr diese ganzen Techniken, die fürs Blockflötespiel notwendig sind, richtig von Grund auf lernen wollt und so richtig verinnerlichen wollt, dann kommt doch gerne in meinen Online-Kurs. Den verlinke ich euch auch nochmal. Das ist ein Videokurs, bei dem ihr euch, wann immer es euch passt, diese Unterrichtsvideos anschauen könnt. Und ihr seid dann auch, wenn ihr möchtet, mit drin in der gemeinsamen Facebook-Gruppe nur für meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dort tauschen wir uns aus und bekommt ihr Feedback über das, was ihr spielt und im Kurs gelernt habt oder auch sonst für Stücke spielt. Ja, gut, es geht los. Telemann-Duett Nummer 1, erster Satz, Dolce.